So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche, also eure Einsendungen. Was ist die Woche so passiert? Was habt ihr gefangen? Ist sogar was von mir dabei dieses Mal. Mittwoch, Lieblingstag. Mittwoch, diesmal brandaktuell. Den Giovanni hebe ich mir nämlich noch ein bisschen auf mit dem Krypto-Regigigas, denn ich habe ja so lange noch ein paar Täusch. Rüpel und ich habe sowieso die Aufgabe für den Levelaufstieg, dass ich 50 Rocket Bosse besiegen muss. Da kommt mir das ganz gelegen. So, heute ist auch Dias de Muertos. Auf jeden Fall der Tag der Toten, ein Event. Eigentlich erst Mexiko, jetzt mittlerweile weltweit auch. Guckt da mal rein, habt einen neuen Showcase auch mit Zwirrlicht oder wie das heißt. Und das steht alles im Heute-Tab bei euch im Spiel. Wir fangen jetzt an. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst unter euren Einsendungen. Angefangen hat die Woche bei mir mit einem Shiny Zorua. Das soll ja auch so eine Rate von 1 zu 500 haben oder 1 zu keine Ahnung wie viel. Jetzt habe ich gar nicht so viele von den Dingern gemacht, nämlich nur 56 Stück gefangen. Das ist eigentlich auch richtig krass. Ich habe in letzter Zeit immer, wenn ich in die Stadt gefahren bin, während des Autofahrens, hat das Guacha gefangen. Und da ist gefühlt jedes drin geblieben. Das ist cool. Und dann irgendwann nächsten Tag früh, ich stehe auf, ich gucke, mein Ignivore mit WP15 sitzt da direkt am Homestop. Ich tippe das an, ich fange das mit der Hand, es verwandelt sich und es ist ein Shiny zur Ruhe. Das war auf jeden Fall cool, das hat mich mega gefreut. Hättest du gar nicht mitbekommen, sonst aber so war ich live dabei bei der Umwandlung und konnte auch einen Screen machen. So, bitteschön. 5. November, da ist der nächste C-Day mit Felino, was ja dann auch als Paldea-Form eingeführt wird, braun und kodig. Und eine neue Entwicklung kriegt es auch mit. Da werde ich wieder mit Pupsi unterwegs sein, eine Stunde dann C-Day spazieren gehen und so weiter. Der 22 Michel 12 hat mir hier also das C-Day-Ticket gesponsert. Danke dafür. Ich selber darf das ja nicht kaufen. Bin ja jetzt, seit der Main weg ist, Free-to-Play unterwegs. Werde keinen Cent mehr investieren für gar nichts. Aber wer mir ein Ticket schenkt, dann werde ich natürlich das auch spielen und auch Forschungen machen, die mit Tickets zu tun haben. Selal hat uns hier geschickt ein Shiny Driftlon, ein 100er Driftlon aus dem Glückstausch. Ampharos Shiny. Ich sage, boah, der hat aber Glück, dass er so viele Ampharos Shiny in der Wildnis fängt. Das ist ja richtig genial. Im Nachhinein betrachtet denke ich mir jetzt, wie blöd bin ich denn? Das ist bestimmt sein Buddy gewesen und er hat halt einfach jedes Mal seinen dämlichen Ampharos Shiny Buddy genommen und eingesendet. Beim letzten Mal waren das noch 2, diesmal waren es viel mehr. Wenn ihr das mal sehen wollt, bleibt dran, da zeige ich euch nachher mal einen Blick hinter die Kulissen. Dann hat er noch einen Shiny Traunfugil mitgenommen, 100er Makabaya, Shiny Galamakabaya mitgenommen, Zopire sind Shiny, ja bis mit Kostüm, Shiny, aber beim Timo, genau wie Mauzi, Porenta, alles bei Pikachu 100%. Auch wenn ich Shinies jetzt nicht mehr groß sammle und 100er Familien, ein 100er Pikachu muss auf jeden Fall trotzdem mal dabei sein irgendwann oder ein Shiny Pikachu, weil das ist ja einfach das Pokémon. Über dieses Kostüm in Shiny hätte ich mich gefreut, habe ich nicht bekommen, werde ich also alle verschicken, werde auch keins aufheben. So, können wir schon mal so sagen. Nochmal Shiny Gala Porenta, dann der Kaiser Kai auf dem Kutter-Account. Ohne Kostüm wäre es cooler, aber ich beschwere mich nicht. Ich habe übrigens auch einen Ibis noch bekommen jetzt als Shiny, aber halt in so klein, das finde ich so hässlich, dass ich das wahrscheinlich auch einfach verschicken werde. Weiterhin Kutter vom ersten Boss bekommen, 100% erlöstes Knofensa, nochmal Kutter hier, war 1 mit 14, 15, 15, der Account hatte noch kein 100er, hat jetzt noch ein Krypto mit 15, 12, 15, was meiner Meinung nach reicht. Hätte ich absolut auch genauso gemacht an seiner Stelle. Ob ich jetzt ein 14, 15, 15 Krypto habe oder 15, 12, 15 vom Krypto an sich, das ist sowieso krass, ja. Das andere mit 12 wäre kein 100er geworden beim Erlösen, das ist ein 100er geworden, hätte ich erlöst, dass ich ein 100er habe für die Sammlung, Lechi-Sammlung, ne. Also perfekt, wunderbar. Kaiser Kai weiterhin auch auf dem Kutter-Account hier. Shiny Pikachu, sieht ein bisschen komisch aus. Dann nochmal Makabaya, Girafarig mitgenommen. Immer noch Kutter, Kaiser Kai. Fast vergessen, den habe ich ja auch noch bekommen. Shiny Krypto Lugia. Kaiser Kai, das habe ich auf beiden Accounts, aber habe nicht drauf geachtet beim Fang. 100er Driftlon, wenn es der eine hat, der andere es fängt, ist es bei dem natürlich auch ein 100er dann. Die IVs sind ja gleich ab Level 30 bei den wilden Pokémon.
Also euer Trainerlevel sollte 30 sein, dann sind die wilden Pokémon, die ihr fangt, von den IV her gleich. Wenn ein Level 25er und ein Level 30er das gleiche Pokémon fangen, hat das bei jedem unterschiedliche WP und IV. Wenn ihr beide mindestens Level 30 seid, dann könnt ihr euch absprechen, wer ein gutes hat. Das war kompliziert, da blickt eh keiner durch. Nochmal hier, Kader, kam aus dem 12 Kilometer Ei, 100% Algit. Kuselinchen zeigt uns ihr shiny Shirachi aus einem Wald. Kuselinchen, nachdem ich 2021 schon ein 100er bekommen habe, habe ich jetzt noch ein zweites bekommen. Das andere ist auf Level 50, glaube ich. Das ist jetzt frisch, nicht ganz frisch, ist ein bisschen höher, glaube ich. 2457, das sieht gut aus. 200er. Wie gesagt, der Main hatte 663 Raids gebraucht bis zum 100er. Ich glaube, Kuselinchen hat er deutlich weniger. Und schon zwei. Mac Maggie hier, 100er Girafarig, Makabaya auch nochmal als Shiny. Shiny Gengar mitgenommen mit dem neuen Kostüm, was jetzt während des Halloween-Events da war. Ich, ja, mach mir keinen Stress mehr. Das merke ich bei jedem Event, bei jedem Ding. Und im Nachhinein, es ist komisch, immer die Ausbeuten der anderen zu betrachten. Aber auf der anderen Seite, hey, du hast Zeit zum Schlafen. Endlich mal. Weil du nicht mehr versuchst, jedem Ding hinterher zu hechten. Maggie auch hier, Krypto, Lugia mitgenommen, 1, Nummer 2, Blinfa mit Kostüm, Shiny, noch Krypto Lugia, Größtes, Brutalstes, Zorua, 100%, Oddersberg, cooler Ort, Makabaya, Shiny, Skalyk, Shiny, gebrütet, Simsala, 100, erlöst, Skalyk, Shiny, Makabaya, 100, Sören, Nummer 2 von dieser Sorte, einentwickeln, dann ist die Familie voll, so ist es. Quest am Morgen, 100% Traunmagier. Irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das und überhaupt, aber ja, sieht halt aus wie eine Hexe, hat zu Halloween gepasst. Ein bisschen overpowered, dass du so viele Traunmagier einfach direkt farmen konntest. Und ich hatte kein Glück bei dem, habe ich auch nicht gebraucht. Ich sag's ganz, wie es ist. Hätte ich einen 100er jetzt verschickt. Ich habe einen 100er Traunfugil, glaube ich, könnte ich entwickeln zu Traunmagil, aber ich finde Traunfugil sieht besser aus als Traunmagil. Traunmagil finde ich einfach nur mega hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Sören, Makabaya am Start, nochmal ein Shiny, Blood and Tears hier. Grüße an dieser Stelle einfach mal die geile Ramse-Community. Das macht sie gerne, also Grüße von der Sarina an euch, an alle, die jetzt gerade gucken. Was hat sie denn hier? 100% Gengar Hildburghausen mit Kostüm. Das sieht richtig cool aus. Das Shiny Gengar mit dem Kostüm auch mitgenommen. Kryptolukia mitgenommen. Bam Bam, Shiny gebrütet. Irbis, fett und groß und auch ein zur Ruhe. Also beste Ausbeute bisher. Die Gengars sind richtig cool. Das Lugia bekommt Pam Pam gebrütet, sehr selten. Dann Irbis mit Kostüm zur Ruhe. Also das waren wirklich die Highlights. Andy Vorbeck, 100% Shiny. Aus Spaß ein 2 Jahre altes Shiny Lugia mit meiner Freundin getauscht und es wurde ein Shandou. Mein allererstes Shandou. Und dennoch eins meiner Top 3 Lieblings-Pokémon und mein Lieblings-Shiny. Bin sprachlos. Aber schreiben kann er noch. Das ist auf jeden Fall cool. Da passt auch Team Rot zu dem Bauch vom Lugia und zu der roten Bewertung und dem Ganzen. Also ist ein Red Screen. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Glückwunsch dazu. Man muss auch mal Glück haben. Hab damals auch mit Pupsi mal einfach ein Kobaldium getauscht, weil ich mein Spezial da schon am Tag noch machen wollte. Ist ein 100er geworden. Da habe ich gedacht, hä? Ohne Glückstausch, ohne irgendwas. Einfach 100% geworden nach dem Tausch. Also wie Lennart immer sagt, tauschen lohnt sich. Da seht ihr es auch nochmal. Güstrow. Güstrow. Auch noch als Beweis, dass ich Shiny Lugia getauscht habe. So. Andy nochmal. Hier noch ein unerwartet schönes, erlöstes 100%. Vulpix. Vulpix. Jenner mit dem Shiny Paragoni. 100er Balgoras, gebrütet, zur Ruhe, Shiny auch bekommen, Darkrai, Shiny bekommen, danke für den Raid, hat hier mitgemacht, ich poste ja jeden Tag meinen täglichen Raid-Pass in die Raid-Gruppe bei Telegram, Link in der Beschreibung, wenn nicht, kann ich den euch übergeben, wenn ihr in den Kommentaren sagt, ich finde die nicht, wo ist denn die Beschreibung, ich kann die euch gerne zeigen. Das ist das einzige Shiny vom Rauchtag, nach knapp 6 Stunden Laufen, Pionscorer.
Aber wenigstens war es der Pion Scorer Rauchtag und sie hat einen Shiny Pion Scorer bekommen. Lugia, oh mein Gott, guck mal, wie es guckt, das ist aber schön und dann mit dem Halloween-Hintergrund, das ist auch sehr cool. Krypto, Shiny, bekommen. Arctos mit Halloween-Kostüm, auch noch bei. Das sieht ja lustig aus. Wie es da runter hängt. Der Bändel hängt runter und dann hat es einfach auf dem Kopf. So. Auch noch bei Shenaya Paco hier. Seine 100%igen Subumi Makabaya Irbis Blinfer. Kann alles weg. Hund aus dem Abenteuerrauch. Mein erstes Hando Endivie. Das Tic-Tac. Da habe ich mich damals gefreut über den C-Day. Aluhut hier, Shiny Gengar mitgenommen mit Kostüm, Vulpix, Kramurx, Irbis, Traunfugil, alles Shiny dabei. Zubat, Vivien, Schuppet, Knacklion, Shiny, Makabaya, Shiny, Lil Minip, Shiny, Linfer, Shiny, Pikachu, 668. Drei Tage wie ein Blöder danach gesucht, endlich. Klingt schon nach Alexander Ahringer. Warum sind deine Screenshots so düster? Ist das normal? Guck mal, und hier, das liegt da im Hintergrund, okay. Aluhut, 100% Gänge aus Schwedt oder Brandenburg. Der hat's auch abgerissen. Dann Sakura, Tick Sakura. Erstes wildes Shando vom Hohen Spawn in Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt. Sehr cool. Ich glaube, das würde ich sogar entwickeln, weil das dann halt einfach ein bisschen wuchtiger ist. Marco FedEx, hier auch Irbis, XXL, Shiny mit Kostüm mitgenommen, da sieht man wenigstens den Hut. Erzengel Michael, Girafarik, Makabaya, 100% Traunmagil, auch aus der Feldforschung. Alexander Ahringer, endlich Shiny Paragoni, aus der Halloween-Quest Teil 2 bekommen. Schocker der Woche, Strangelove, fängt keine Shinies und ich spiele schon viel, aber Niantic mag mich nicht. Aber da ist doch eins, Alter, 1 bis 10, ein Viscora. Und das hat ja auch nicht jeder, also das ist auf jeden Fall cool. Und der Rest ist halt Pech. Pfirsich, Osterwiek, Sachsen-Anhalt, Deutschland, da ist auch Skengar mit 100% dabei. Ja, ist das hier eine Massenwade. Benjamin hat wieder seine Solos probiert. Immer ohne Edelsteine, immer auf die Kryptos, immer mit möglichst wenig. Nächster Dreier ohne Edelsteine, Boss hatte Biss, Donnerblitz gegen Nidorina. Dann gegen den Bruder ohne Edelsteine, Boss hatte Gifthieb, Matschbombe, Giftattacken hatten Wetterbrust, 32 Sekunden übrig, guckt euch Nidorino an. Dann mit Golbat nun auch den letzten neuen Dreier ohne Edelsteine besiegt. Boss hatte Flügelschlag, Windschnitt, definitiv der schwerste der drei, auch nur 13 Sekunden über. Beim ersten Cliff gab es direkt ein Shiny Krypto Dratini. Das ist übrigens sehr schön beim Habanero-Account gefühlt. Wenn du ein Dings hast, wenn du ein Radar hast, such dir einen Cliff, fang halt jeden Tag einen Dratini mit gelber Beere. Das ist auf jeden Fall cool. Kannst du gezielt auch deine Drachenmedaille verplatinieren oder so. Zu viert, ohne Edelsteine, besiegt. Boss hatte Hydropumpe, zwei hatten Produkyokre im Team, ich und der zweite Account Mega Despo da. Die haben zu viert also ein Krypto Lugia gemacht, geradet und haben keine Edelsteine benutzt. Es ist also möglich, es kommt wie immer auf eure Pokémon, auf eure Konda, auf die Attacken an, auf die Attacken auch, die der Raid-Boss hat, mit denen er euch entgegentritt. Benjamin Engel mit dem Shiny Gengar. Benjamin Engel mit dem Shiny Zorua. Silvio, wenn du 47 bist und immer noch alle fangen willst, das sieht sehr interessant aus. So sieht Jonas bald aus, wenn links und rechts noch ein paar Haare wachsen. Dann, da müsst ihr jetzt hier, das Lavados, erster Krypto-Raid. Gleich Shiny erledigt, top. Die zwei Darkrai kamen back-to-back als Belohnung in der GBL. Eventuell Schocker der Woche. Nein. Denn wer bekommt schon back-to-back eine Legi-Belohnung? Ich glaube, das kriegen bestimmt viele. Das reicht aber keiner ein. Und die meisten, die hier rumwühlen, die spielen halt nicht GBL, aber... Ansonsten ist es ja trotzdem einfach nur ein Darkrai, kein Shiny, kein 100er,
zwei Shandos nacheinander in der GBL als Belohnung. Das wäre für mich Schocker der Woche. Ansonsten hat er hier einen Shiny Zubat mitgenommen, ein Meowth. Warum hat er es denn auf einmal auf Englisch? Ein Molgereitag hat er gesagt. Erster Raid war gleich drin. Trevenant, The Revenant mit Leonardo DiCaprio spielt auch mit. Und hier 2082, 2079, es wird sogar immer schlechter. Snarl und Focus Blast. Snarl und Dark Pulse. Elke, 100% Baragoni und Mauzi hier auf dem Kaisi-Account. Der Bierschanger hatte Reha-Glück. Fass es ja gar nicht. Guckt es euch an. Aus Lohmen, Mecklenburg-Vorpommern in der Reha gefangen. Henry, Shiny der letzten 13 Tage. Dakra, Irbis, Blinva, Sobiris, Mauzi, Driftlon, Mabula, Zick, Zacks und die 100er hinterher. Mantidea, Baragoni, X-Bad, Gengar. Cumulus, Shiny Vulpix, Shiny Zubiris, 100er Paragoni, erlöstes 100er Slimer bei Atomasan, Lenzhardt, Shiny Darkrai, sehr schön wieder mal gemacht. Das erste, was ich gesehen habe, Gengar, also in der Wildnis gefangen. Ihr seht, das ist nicht Level 20 aus dem Raid, das ist in der Wildnis. Dann aber hier, habe erst gedacht, es ist ein 98er, zack, in Hagen aus Feldforschung, ein Paragoni, 100%, einmal Popöchen zeigen, ne? Stimmt, das ist unten. Shiny Kryptolugia, fängt man für seine Familie, gibt sowas. Boom! Fragezeichen dran, mitgenommen, Lugia 2520 und hier 2568. Nächstes Shiny, Driftlon, Lenzhardt, 100%, Hund, Hundusta, Hundemon, Mega-Entwicklung, sehr cool. Tim Look, du Fan, oh mein Gott! Wieso ist das eigentlich nicht Schocker der Woche geworden? Wahrscheinlich habe ich gar nicht auf das Bild geachtet. Ein 100% Shiny Paragoni. Ist das Level 15? Ist das aus der Feldforschung? Also, oder aus der befristeten Forschung? Wo man Glück haben muss, dass es 100 wird. Wo man Glück haben muss, dass es Shiny wird. Und dann wird es ein Shiny 100er und das ist dann ein Shando. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich würde es niemals entwickeln. Ich würde es immer so lassen. Jan Lange hier, 100er Pikachu, dann Baloo, Shiny Skorgler, Shiny Vulpix aus dem Abenteuerrauch, Shiny Makabaya in der Feldforschung gewesen, die Becky Lynch. Schau mal, das ist ein Pokestop, würde ich dir schicken, musst nur meins öffnen, Brezel Queen. Was schickt die denn hier wieder für absolutabu.de? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr die Seite kennt. Jetzt kommt aber noch der Schocker der Woche. So, der Schocker der Woche kommt diesmal vom Selal, damit ihr mal seht, was ich jedes Mal über mich ergehen lassen muss. Du denkst, okay, er hat schon wieder 150 Bilder geschickt, screenst du ab, gehst aufs Driftlon, willst dann hier so durchwischen, willst das dir alles angucken, siehst Ampharos, aha, siehst irgendwelche Kackbilder, denkst, okay, warte, die überspringst du, scrollt so mal durch. Ampharos hast du ja mit reingenommen. Gehst also runter, siehst schon wieder lauter anderes Zeug und dann Ampharos, noch mehr Ampharos. Digga, also, oh, normales Makabaya, 100%, das musst du mal upscreen, aber was machst du mit den Ampharos? Den habe ich vergessen, Ampharos. Und ich meine, es ist ja das eine, wenn ich jetzt einen Buddy habe und jedes zur Ruhe, was ich habe, zwischendurch kommen natürlich wieder ganz andere Bilder. Ampharos. Warum reicht man jedes einzelne Ampharos ein, wenn das alles doch eh immer nur ein zur Ruhe ist? Also manchmal denke ich schon, auch Selal hat 100 Bilder geschickt. Ich lösche einfach das Gespräch und gucke es mir gar nicht an. Das sind schon meine Gedanken dazu. Sich überhaupt die Mühe zu machen, das alles abzuscreenen, sich hinzusetzen und das überhaupt alles reinzuschicken. Also ich verstehe ihn es eher nicht. Ich habe auch immer keine Zeit. Dann hast du eine halbe Stunde, musst schnell alles abscreenen aus allen Gesprächen und denkst dir einfach nur, nein, Selal muss noch dran, nein. Dann schreiben alle anderen aber schon wieder zurück. Das war aber trotzdem jetzt die Schocker der Woche, der Schocker der Woche. Er kommt jetzt, denn der Schocker der Woche kommt diesmal von nicht Adi Schatz, der Schocker der Woche kommt von Kaiser Kai.
Da hat es sich gelohnt, den Meisterball zu werfen. Hat mir jemand von den Leuten, mit dem ich unterwegs war, gesagt, dass es ein 100er ist. Was haben wir gesagt? Nehmt den Meisterball am besten bei legendären Pokémon. Wenn ihr einen 100er habt im Fangscreen und habt nur noch einen Ball, nehmt den Meisterball. Da weiß man ja die Werte eigentlich vorher. Das wird schon passen. Er war unterwegs. Krypto Lugia war in den Raids. Er hat ein 100% Krypto Lugia im Fangscreen gehabt. Er hat wirklich, hat es aber bestätigt, alle Bälle verschossen, hat nur noch einen Ball gehabt. Die Leute haben ihm gesagt, das ist ein 100er Digger und er hat seinen Meisterball genommen. Ich, der Main Account ist mit 2 Meisterbällen gebannt worden, der hat nie einen benutzt. Der Habanero bekommt bald seinen Meisterball. Hätte ich gemacht. Ich hätte es einfach gemacht. 100% Krypto Lugia mit dem Meisterball gefangen. Das war nur da 2 Tage oder 2 Tage die Chance darauf, dann das zu bekommen. Paragoni konntest du jetzt gefühlt 2 Wochen lang in der Wildnis antreffen, in den Feldforschungen, in den Dings und sonst was hin und her. Aber das finde ich echt stark und das finde ich auch nützlich. Das finde ich einfach mega brutal. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Gestern war Halloween. Deswegen habe ich gestern die Halloween-Mars mit dem Hannes hochgeladen. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt es euch mal an. Wir waren ziemlich fertig in dem Video. Es war dunkel, wir waren verkleidet, wir hatten Masken auf. Aber irgendwie war es auch mega genial und lustig. Und weil es so komisch war, haben wir es ja nochmal am nächsten Tag gemacht. Dieselbe Maß, die Bandmaß, nochmal kreiert, nochmal getestet. Und das seht ihr heute Abend, 20 Uhr als Premiere. Das sieht man nochmal schön gediegen. Also der Inhalt der Bandmaß, wie das aussieht. Das fand ich toll. Danke an Hannes, danke an alles. Danke an euch. Grüße gehen raus an Kaiser Kai, den Rest. Danke für die Community und die Zeit. Wir sehen uns heute Abend in der Premiere. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.